Herzlich willkommen, guten Morgen. Ja, es ist wieder Mittwoch, wir drehen wieder einen Film. Extra für euch. Wir für euch. Love you. Genau, gut. Also, herzlich willkommen bei der Firma Christian und Denot in Schönefelsberg. Heute geht es einmal in dem Film nicht um Tuning, sondern es geht wieder einmal um das Thema Reinigung. Im Speziellen um die Lackaufbereitung. Hände sind gut, oder? Ich habe ein bisschen Probleme mit meinen Händen, ich weiß nicht, woher ich tue. Da kann ich nicht und da kann ich auch nicht. Und ja, genau. Gut, also Thema Lackaufbereitung. Lackaufbereitung ist also ein Thema, wo wir schon ein paar Filme gemacht haben. Darum. Heute geht es eigentlich einmal darum, um euch einmal zu erklären, warum das etwas Geld kostet. Es hat immer so ein bisschen, man hat immer so das Gefühl, Lackaufbereitung, das ist etwas, was man vielleicht noch selber machen kann. Das gibt es Leute, die das machen, die vielleicht das auch nicht ganz schlecht machen, das ist auch möglich. Aber wenn man über richtige Lackaufbereitung redet, dann hat das meistens mit Arbeit zu tun, also mit relativ viel Arbeit. Kommt natürlich immer ein bisschen aufs Auto drauf an. Da haben wir jetzt gerade ein Beispiel hinter uns, das schöne Skoda da, wo eine Occasion ist von uns, wo reingekommen ist, ist schwarz. Der Vorbesitzer von dem Auto hat das Auto gebraucht zum Fahren. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer hat er überhaupt. 40.000, 50.000. Moment, schauen wir gerade schon mal. Also, das Auto hat 51.000 Kilometer und ist schwarz. Nein, doch. Jetzt ist natürlich, das ist auch so ein Punkt. Wir haben viele Anfragen, ja, was kostet polieren, was kostet das? Wir können das am Telefon und per E-Mail nicht beantworten, weil ein Auto kann so gebraucht werden oder kann anders gebraucht werden. Jedes Auto ist anders, wie jeder Mensch auch anders ist. Also, das geht einfach nicht. Wir müssen die Auto sehen, um euch eine Offerte zu machen. Wir können natürlich sagen, es kostet von bis. Aber von bis kann bedeuten von, ich sage jetzt mal, von 500 Franken bis 3000 Franken, je nachdem. Also, das ist etwas, was wir nicht definieren können. Darum wichtig, also erster Punkt, herkommen. Mit dem Auto, herfahren. Ne, so diesen mit Schaltern, herfahren zu uns und dann schauen wir miteinander das anschauen. Es nützt auch nichts, wenn ihr uns Bilder schickt. Auf Bilder, wenn es professionell gemachte Bilder sind, dann vielleicht noch, aber meistens mit Handykameras und Zeug. Wir sehen zwar das Auto, wir sehen eine Farbe, aber mehr sehen wir auch nicht. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Nächstes Thema ist Kostenpunkt. Wir haben jetzt hier in dem Auto haben wir drei verschiedene Bereiche. Das heisst, wir haben einen Bereich, der gerne poliert worden ist. Wir haben einen Bereich, wo so, muss ich aufpassen, was ich wieder sage. Halbherzig. So eine halbherzige, danke schön, eine halbherzige Politur gemacht worden ist und wir haben einen Bereich, wo intensiv poliert worden ist. Ja, dass man mal den Unterschied sieht. Warum möchte ich das eigentlich so erklären? Weil ich weiss, für euch ist es schwierig, um sich bewusst zu machen, was kostet es und warum kostet es halt vielleicht bei uns ein paar Franken mehr als vielleicht bei einem Mitbewerber, wo das für ein paar Franken weniger anbietet. Kommen wir mal mit. Also, wir haben jetzt hier einen Bereich, da sehen wir, das Auto ist so angekommen. Es ist zwar ein bisschen schwierig vom Licht her, der Bereich hier von dieser Haube ist noch gar nicht gemacht. Sehen wir. Also, das ist ein Rohzustand. Der Bereich hier ist Rohzustand. Das heisst, das Auto hat Wäschelage gerätzt, das Auto hat, was ist das hier? Ja, ich glaube, Harzeinschlüsse noch und so Geschichten und einbrennt Zeug und Katastrophen. Also, das ist ein Zustand, wie ein Auto eintrifft. Das kann euer Auto sein, das so aussieht, wo ihr das Gefühl habt, boah, das Auto ist gar nicht schlecht. Das ist auch nicht eine völlige Katastrophe, es ist einfach eine riesengroße Katastrophe. Genau. Gut, also das ist Rohzustand. Dann kann man natürlich mit einfachen Produkten und ein bisschen selber etwas machen und gewisse Mitbewerber vielleicht eine günstige Variante machen, ist das hier auf dem Dach oben. Es ist einfach mal schnell mit der Maschine drüber gekuscht. Ich hoffe, man sieht das Ganze. Also sind die ganzen Harzeinschlüsse und Zeug und Geschichten und Sachen sind alle noch auf dem Auto drauf. Jetzt, für viele Kunden ist es vielleicht okay. So schnell drüber, man hat das Gefühl, es ist ein bisschen etwas gemacht worden. Jetzt, wir haben natürlich auch hier die Beleuchtung eingeschaltet und es ist noch die Sonne, die drauf scheint. Man sieht natürlich jetzt alles. Wenn man das natürlich, sagen wir, in einem ein bisschen dunkleren Bereich her tut, sieht das vielleicht auch noch gut aus.
Jetzt ist das natürlich nicht das, was wir machen. Das auf dem Dach, das ihr gesehen habt, ist nicht unser Job. Und das kriegen wir bei uns auch nicht. Auch wenn wir sagen, ihr wollt es günstiger haben, wir machen das nicht. Warum? Die Problematik ist, wenn wir das so machen und ihr das Auto nachher zwei, drei Mal wäschen, die ganzen Wachsbestandteile aus dem Poliermittel weg sind, sieht das Auto wieder aus wie vorher. Und dann sieht ein Kollege von euch das Auto und sagt, wow, Katastrophen und Wüste und ja, aber du hast es gerade polieren lassen und bekriegst du noch den Not und wir sind ja Abzocker und wir sind ja so Schweinehunde auf Deutsch gesagt. Und das machen wir nicht, das kriegen wir bei uns nicht, weil das bringt nichts. Jetzt kommen wir zum Teil, den wir gemacht haben. Das ist jetzt der Teil von der Haube hier hinten. Oder vom Fahrzeug hier hinten, aber jetzt vor allem eigentlich von der Haube. Tobias macht mal ein paar Aufnahmen. Ich hoffe, man sieht den Unterschied und er macht sicher auch noch ein Foto rein, wo die Haube geteilt ist, wo man das noch mal gut sieht. Das ist jetzt eine fachmännisch polierte Haube oder polierter Lack. Warum ist das so wichtig? Weil alles, was nachher auf den Lack draufkommt, ist ja eigentlich nur eine Schutzschicht. Ob das jetzt ein Wachs, eine Versiegelung oder eine Keramikbeschichtung ist, ist eigentlich nur ein Schutz. Wie gut der Schutz ist, hängt ein bisschen vom Produkt ab und was man drauf tut, aber schlussendlich ist es ein Schutz. Die Vorarbeit, die Polierarbeit ist das, was teuer ist. Weil dort ist einfach die Zeit, die verbraucht wird. Es ist nicht das Produkt, das teuer ist, es ist nicht die Maschine, die teuer ist. Gut, es kostet natürlich alles Geld und so eine Maschine ist auch nicht günstiger, Profimaschine. Aber es ist vor allem einfach die Zeit und das Fachwissen. Das Fachwissen, weil jeder Lack ist anders, jede Verschmutzung, die auf dem Lack ist, ist anders. Ob das jetzt Harz ist, ob das Vogelkot ist, ob das einbrennende Sussachen sind oder Insekten, das muss man einfach unterschiedlich behandeln und man muss wissen, wie man es macht. Also dementsprechend ist es einfach mit Kosten verbunden und das kostet einfach Geld. Jetzt haben wir natürlich gerade letztens einen Kunden gehabt, der hat gesagt, ja, neuer Wagen, weiß jetzt auch nicht, was es war, ich glaube ein Audi, der Typ weiß ich nicht, spielt auch keine Rolle. Was kostet Keramikbeschichtung? Dann haben wir gesagt, ja, Keramikbeschichtung bei einem neuen Auto müsst ihr ungefähr, ich sage jetzt mal, ja, gut, sagen wir 2.000 bis 2.500 Franken rechnen. Jetzt, Alarmglocke rot, Katastrophe, warum? Neues Auto. Glaubt mir, neue Autos sind nicht kratzfrei. Also neue Lack sind nicht kratzfrei, besonders wenn es schwarze Autos sind, dunklere Farben sind. Die Autos haben gekratzt, die Autos haben was weiß ich, vom Werk schon drauf kriegt, beziehungsweise vielleicht vom Händler schon Sachen drauf kriegt, die man im ersten Moment nicht sieht. Aber geht die Auto zwei, drei Mal waschen und dann seht ihr, was da vorne kommt. Also neue Autos sind nicht kratzfrei. Jetzt, warum ist das so teuer? Jetzt, so teuer in Anführungsstrichen, oder? Das Teure ist nicht Keramik. Keramikbeschichtung kostet immer roundabout gleich. Es kommt ein bisschen auf die Größe vom Auto drauf an. Keramikbeschichtung, nur die Beschichtung, Entschuldigung, reden wir von irgendetwas 1.000 bis vielleicht 1.500 Franken, so in dem Bereich. Also ein Kleinwagen kostet vielleicht ein bisschen weniger und ein, was weiß ich, ein A8 oder ein Panamera Porsche kostet mehr. Einfach wegen der Quadratmeter, wenn man länger dran ist. Das ist nicht der Unterschied oder nicht das Teure, sondern das Teure ist die Vorarbeit. Die Vorarbeit, die gemacht werden muss. Und auch bei einem neuen Auto müssen wir vielleicht etwas weniger polieren, aber wir müssen mit der Politur drüber. Vor allem, um den Untergrund richtig vorbereiten, damit die Keramikbeschichtung auch hält. Weil, besonders bei Keramikbeschichtung, dürfen wir eines nicht vergessen, alles, was unter der Keramikbeschichtung ist, könnt ihr nicht mehr bearbeiten. Das heisst, wenn Keramikbeschichtung drauf ist, ist aus. Das heisst, die Kräze, die Verunreinigungen, auch bei Neuwegen, die gewissen Rückstände, müssen weg. Und dementsprechend muss es einfach richtig gemacht werden. Das ist das Gleiche, wenn ihr etwas streichen wollt, und ihr habt zum Beispiel geraucht in der Wohnung, oder? Und dort einfach nur Farbe drauf, dann bringt das gerne nichts. Nach 2-3 Monaten schimmert das Nikotin wieder durch. Also es muss erstens geputzt werden, es muss die richtige Farbe genommen werden, es muss richtig vorbereitet werden. Also die Vorbereitung ist meistens immer das Teure, das kennen wir von verschiedenen Bereichen. Und wie gesagt, der Kunde dort ist dann irgendeine so Keramikbeschichtung gemacht für 1500 Franken, weiss zwar nicht, wie das sollte funktionieren, weil die Vorarbeit kannst du nicht für 300-400 Franken machen. Ich rede jetzt von der Schweizer Preise, liebe deutsche
mit Abonnenten. Wir reden über Schweizer Preise, nicht über deutsche Preise. Schweiz, Schweiz, teuer, weil hoher Lohn. Gell, Tobias? Ja, ich weiß nicht. Ich hab, mein Lohn ist okay. Gut, also, Schweizer Preise. Unsere Mitarbeiter müssen natürlich auch leben, sie müssen eine gute Existenz haben, sie müssen auch können, von ihrem Job leben, also nicht nur Working Poor, sondern schlussendlich auch etwas am Ende des Monats kriegen. Ha? Also die meisten, gell, Tobias? Du jetzt nicht, ja, aber die meisten. Gut, also, wie gesagt, eine Keramikbeschichtung kostet einfach normal, ich sage jetzt mal, zwischen 2.000 und 2.500 Franken. Je nachdem, wie das Auto zu Weg ist, es kann auch teurer sein, je nachdem, wie das Auto zu Weg ist, wie alt der Lack ist, was vorher drauf war. Auch. Wir haben auch schon Fälle gehabt, wo irgendein Mitbewerber irgendetwas draufgeschmiert hat. Und das müssen wir natürlich zuerst wegnehmen. Wir können nicht auf irgendetwas eine Keramik drauf tun, das geht nicht. Also der Lack muss sauber vorbereitet sein, rein sein, jungfräulich sein, damit wir dort Keramik drauf können. Gut. Und dementsprechend kostet es einfach ein paar Franken. Also, jetzt nicht verschrecken, es gibt natürlich nicht nur Keramik, sondern es gibt auch andere Beschichtungsmöglichkeiten oder Versiegelungsmöglichkeiten, die günstiger sind. Aber die Vorarbeit bleibt eigentlich immer dieselbe. Ja? Deswegen kostet einfach das 2-3 Franken und das ist nicht gratis. Das heisst aber nicht, dass es immer so viel kosten muss, sondern es kann natürlich auch weniger sein. Ich sage jetzt einmal, wenn man jetzt etwas wächst oder nur mit Teflon macht, in Anführungsstrich, dann kostet es vielleicht, je nach Fahrzeuggröße, ich sage jetzt, wenn eine Keramik 2.500 kostet, kostet es vielleicht noch irgendwie so 1.500. So, 1.500, 1.600, das ist so ein bisschen der Preis. Was Größe? Ja. Kommen wir mit. Lieber reden da wieder drin. Oder die lieben Mitarbeiterinnen, gell? Mit dem schlanken Fuß. Hat im Fall abgenommen, das Vieh. Schon ganz schön. Die Hose hat die Hecke schon nicht mehr. Eigentlich war sie immer hier, sie rutscht. Ja, genau. Ja, also wenn ihr natürlich so ein Auto habt, da ist man natürlich relativ lang. Da ist natürlich auch ein älterer Q7. Ist groß von der Fläche her. Man muss mit dem Treppli da aufs Dach rauf. Das ist alles Mehraufwand. Wenn man natürlich einen Polo haben, einen kleinen, ist natürlich das Ganze etwas anders aus, rein schon von den Quadratmetern. Also, wichtig zum Wissen, kommt her, lasst euch richtig beraten von uns. Also nehmen wir euch schnell auch mal eine Stunde Zeit, wir kriegen ein Käferli auch, wo wir das Ganze dann durch anschauen können und wo wir da miteinander eine Lösung finden, die für euch passt. Ja? Gut. Habe ich etwas vergessen? Ja, hübsch ist auch. Genau, also der kriegt jetzt keine Keramik, sondern der kriegt eine Teflonversiegelung. Ja? Teflonversiegelung hält einfach weniger lang, das ist der grosse Unterschied. Aber für den Kunden ist das jetzt okay. Er sagt, das sei für ihn gut. Also machen wir das, was er wünscht. Und dementsprechend ist es auch ein bisschen günstiger als eine Keramik. Aber die Vorarbeit, das ist eigentlich das Teure. Und das bleibt mehr oder weniger immer etwa gleich. Also von dem her kostet es halt einfach. Gut. Wenn jemand euch eine Politur anbietet für 500-600 Franken, kann ich euch eins versprechen. Ihr werdet nicht lang Spass haben daran. Könnt das Auto 5-mal waschen und dann seht ihr, was passiert. Ihr könnt es mir glauben, ihr könnt es mir nicht glauben, probiert es aus vielleicht. Wir haben das auch schon gehabt, Kunden, die zahlen dann einfach halt 2-mal. Ist dann unter dem Strich halt nochmal teurer. Ob das der Sinn der Zweck ist, ja. Was nicht kostet, ist nicht wert, das kennen wir. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle haben wir alles gesagt. Wichtig ist einfach, wenn man es woanders mal gemacht hat und der nicht zufrieden ist und herkommt, wird es leider noch mal teurer, weil wir den Fusch erstmal beseitigen müssen. Ich muss ihn erst runterholen, bevor er zum Kurs kommt. Genau, das ist auch ein Punkt. Oder? Genau. Und macht wirklich nicht selber, vor allem nicht bei dunklen Autos. Es gibt so Leute, so Kandidaten, die im Regen irgendwelche Billigprodukte aufs Auto schmieren. Einer von denen steht hinter der Kamera. Mein Auto ist hell. Hä?
Im Regen. Nein. Jeder macht, was er meint, ist richtig. Wir haben nicht immer recht. Also wie gesagt, Meinungen sind immer, Medaille hat immer zwei Seiten, wie gesagt. Aber wir machen das jetzt 2004 und einen gewissen Erfahrungswert haben wir. Und ich glaube, so schlechten Job machen wir nicht, sonst würden wir heute nicht noch existieren. Und die Kunden kommen immer wieder. Ja, wir sind aber nicht die Richtigen für alle. Es gibt halt Leute, die sagen, ja, wir sind zu teuer oder ist möglich. Dann sind wir halt nicht der richtige Ansprechpartner. Für alle anderen, die etwas Anständiges, Schönes und Langlebiges wollen, kommen vorbei. Das ist es gewesen. Genau. Original fährt man nicht. Denkt daran. Autoreinigung seit 2004. Autokosmetik, Innenreinigungen, Geruchsbehandlungen, alles was mit Verschmutzungen und mit Zeugs zu tun hat. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Schönen Tag. Tschüss zusammen.